Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, wir wünschen einen schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid beim Waldmontag, dem digitalen Holzstammtisch des Waldverbands Steiermark, gemeinsam mit der forstlichen Ausbildungsstätte Bichl. Wir bringen wichtiges Wissen über die Bewirtschaftung unserer Wälder in eure Wohnzimmer. Heute gemeinsam mit unseren Experten, Praktikern, Referenten, mit Herrn Diplom-Ingenieur Gerald Rothleitner. Gerald, ich bitte dich um deine Vorstellung. Ja, schönen guten Abend aus Wien. Ich bin eben der Gerald Rothleitner, eben von den Land- und Forstbetrieben Österreich. Dürfte jeder kennen, das ist eben die Interessensvertretung von den größeren Betrieben. Ich hoffe ja vielleicht, dass die einen oder anderen heute auch mit dabei sind. Und ich bin da eben in der Abteilung für Controlling. Und wir haben also einen forstlichen Betriebsvergleich, aber ein weiterer Kern meiner Tätigkeit ist also alles rund um die Holzübernahme. Und ob es jetzt die Önorm war, die Eichvorschriften waren, Messanlagen, Ablaufbeschreiben, Anlagenfeed, auch die Industrieholzübernahme, die versuchen wir eben gemeinsam mit dem Thomas Leitner oder in der Steiermark gemeinsam mit Klaus Friedl eben für den Forst entsprechend vorzubereiten und dann in die Verhandlungen zu gehen, dass die Regelwerke im Sinne der Forstwirtschaft passen. Und eben die Industrieholzbroschüre, die dürfte sogar sehr führend mitarbeiten und deshalb darf ich heute dann auch zu euch sprechen. Besten Dank, Gerald. Ich nehme mal an, auch in Wien sitzt Thomas. Bitte um deine Vorstellung. Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Leitner. Ich arbeite in der Landwirtschaftskammer Österreich, sitze jetzt aber nicht in Wien, sitze jetzt in Niederösterreich in der Nähe von Wiener Neustadt, weil ich da im Homeoffice gerade bin. Bin aber ein gebürtiger Steirer und mir hat es einfach durch Studium, durch Job nach Wien verschlagen. In der Landwirtschaftskammer Österreich, wir als Interessensvertreter aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, nicht nur der großen, sondern vom Kleinstbetrieb bis zum größten, sind wir da natürlich auch sehr stark involviert. Einerseits eben die gesamte Rundholzübernahme, sei es Säge-Rundholz oder auch Industrie-Rundholz, auch in der Kooperationsplattform Forstholzpapier, wie eben der Geri schon gesagt hat. Ja, und das sind unsere Tätigkeiten, wo wir eben versuchen, eben einfach auch den kleinen Waldbesitzern bis zu den großen Waldbesitzern eine gute, kräftige Stimme gegenüber der Industrie eben zu darzustellen, damit da einfach alles mit rechten Dingen eben zugeht. Passt. Und ich freue mich schon drauf. Dankeschön, Thomas. Thema wurde jetzt schon angesprochen von unseren beiden Herren, Übernahme von Industrieholz. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in meiner Zeit als Holzführer hat mein Schwiegervater, Transportunternehmer, immer erzählt, das muss, glaube ich, aus den 60er, 70er Jahren gewesen sein, dass bei den Leica-Mürztalern das Schleifholz noch Stück für Stück vermessen wurde. Heute unvorstellbar. Ich habe es auch nicht mehr gekannt. In den 80er Jahren war die Übernahme eben nach Gewicht und Wassergehalt eigentlich schon Standard. Ich kenne es gar nicht anders in den 80er Jahren, habe aber erst heute bei der Recherche auch gesehen oder gehört und gelesen, dass erst in den 90er Jahren auf sehr intensives Betreiben von Thomas Stemberger, der über 20 Jahre lang die Abteilung Forst- und Holzwirtschaft in der LKÖ geleitet hat, durch sein Betreiben eben diese erste damals FBB-Richtlinie, also Forstplatte Papier, heute FHB-Richtlinie, erstellt wurde, wo eben geregelt wurde, wie die Gewichtsübernahme von Industrieholz zu erfolgen hat. Heute ist es Standard und alle Zellstoffpapierindustrien in Österreich, überall wird das eben angewendet. Unser Thema heute, Übernahme von Industrieholz, also wir wollen euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, einen Überblick geben, wie funktioniert das in der Praxis überhaupt? Wie wird letztendlich das Verrechnungsmaß errechnet, das eben die Basis ist für die Abrechnung, für die Auszahlung? Wichtige Info, wie schon üblich, also wir zeichnen diesen Waldmontag auf. All das, was ihr jetzt seht am Bildschirm, wird aufgezeichnet und steht zum Nachschauen zur Verfügung. Auf dem unteren Bildschirmleiste gibt es eben diesen Button F und A. Also wenn ihr Fragen habt, die bitte da reinschreiben.
Wir werden die eben zwischendurch oder am Schluss beantworten. Wir bringen heute 3 Referatsteile. Also der Gerald Rotleitner bringt seine Teile oder seinen Teil auf 2-mal und dann im Schluss bringt auch der Thomas Leitner seinen Überblick. Gut so. Wir starten einfach. Gerald, ich bitte dich, dass du gerne mit dem ersten Teil deiner Präsentation loslegst. So, ja, herzlich willkommen noch einmal. Einen schönen Abend eben und wie gesagt, danke, dass ich heute eben als Referent eben hier dabei sein darf. Und ich werde jetzt versuchen, Ihnen den Prozess der Industrieholzübernahme näher zu bringen, wie der eben Schritt für Schritt eben vom Reinfahren ins Werkstor bis hin letztendlich, dass wir die Abrechnung kriegen, wie das Ganze dann abläuft. Sie werden sehen, dass der Vortrag also sehr mit Fotounterstützung gemacht ist und da herzlichen Dank an die Anna Schreiner, die die Fotos gemacht hat und vor allem auch an Mondi in Franschach, dort wo wir das machen könnten und beim Waldfoto sind die aus dem Gut Ottenstein in Niederösterreich. So, jetzt muss ich nur schauen, wie das lässt sich wieder nicht weiterschalten. So. Jawohl, ja. Ja, wenn wir im Wald sind, Sie kennen das, haben wir natürlich nicht nur schönes Sägerundholz, sondern wie wir durch die Fotos sehen, fällt natürlich auch schlechteres Holz an und neben dann das Industrieholz, aber auch das Energieholz. Das haben wir ja letzte Woche behandelt. Das heißt eben, wir haben eben, weil es oft heißt, der Holzpreis ist so super und so, wir haben eben nicht 100% Sägerundholz, sondern durchaus verschiedene Sortimente. Und die habe ich einmal versucht, so im Groben hier zusammenzustellen. Es ist natürlich so, dass es im Betrieb dann abweichen kann. Das ist völlig logisch in einem Jahr. Aber so im Schnitt, was wir aus unserem forstlichen Betriebsvergleich wissen, sehen wir, dass wir in einem Nadelwaldbetrieb rund 65% Sägerundholz zusammenbringen, 30% Industrieholz und rund 5% Energieholz. Und ein völlig anderes Bild haben wir dann also beim Laubholz, wo wir doch über 60% Energieholz haben, 18% Industrieholz und dann nur ganze 20% eben Sägerundholz. Und jetzt ist eben spannend, dass wir gleichzeitig betrachten, naja, wie wird denn dieses Holz gemessen? Weil zum Schluss steht ja irgendwo der Festmeter, es gibt eine Holzeinschlagsmeldung und Sie sehen eben, dass wir beim Sägerundholz die Werksvermessung haben, beziehungsweise zum Teil noch Waldabmaß, also vor allem beim schönen Laubholz. Und beim Industrieholz haben wir eben als Schwerpunktmethode, und mit der werden wir uns dann unterhalten, die Atrotonne, die Raummaßdiskussion. Es gibt es auch im Industrieholz, aber das haben wir letzte Woche beim Energieholz sehr gut diskutiert. Und hier eben die breite Palette, was beim Energieholz eben möglich ist. Aber wir haben auch letzte Woche gehört, dass die Konzentration auf die Gewichtsvermessung läuft. Und das haben wir ja letzte Woche eben behandelt. Ja, von was reden wir überhaupt von Dimensionen? Das ist die österreichische Holzeinschlagsmeldung in den letzten 10 Jahren. Vielen Dank an FAB, die hier die ganzen Dinge zusammenstellen. Und wenn wir sehen, im Schnitt der letzten 10 Jahre ist der österreichische Einschlag bei 17,8 Millionen Festmeter gelegen und davon eben 9,5 Festmeter Sägerundholz und eben für unser heutiges Thema 3,2 Millionen Festmeter Industrierundholz. Die Veränderung vom Einschlag, die Sie oben sehen, ist natürlich auch bedingt durch die Kalamitäten. Dort, wo wir den hohen Einschlag haben, war diese ganze, der Höhepunkt der Borkenkäfer-Kalamität. Aber wir reden eben jetzt von der Übernahme von rund 3,2 Millionen Festmeter Industrierundholz. Und wenn wir dann reziprok schauen, naja, wo geht denn das hin? Das heißt, das geht eben zur Papier- und zur Plattenindustrie, die ja ihren Mix im Holzeinsatz zusammensetzt, eben aus dem Rundholz im Inland, aus dem Direktimport von Rundholz und auch aus den Sägenebenprodukten. Und Sie sehen, dass also im gesamten Einsatz, beim Holzeinsatz zur Papier- und Plattenindustrie, das Industrie-Rundholz aus dem Inland, 3,21, 3,36, das sind statistische Abweichungen durch Lagerveränderungen und so weiter. Aber eben diese 3,3 Millionen von den Festmeter reden wir heute. Es wird natürlich auch Industrierundholz importiert und natürlich ein hoher Anteil im ganzen Segment sind die Sägennebenprodukte. Und natürlich, wenn also die Sägeindustrie jetzt hoch produziert, viel produziert,
stehen viele Sägenebenprodukte zur Verfügung. Und das ist mit also auch ein Grund, warum eben unser Industrieholzmarkt relativ stark unter Druck war. Das war also jetzt nur ein kurzer Einstieg, damit wir sehen, von welchen Dimensionen reden wir. Also wir reden von 3,3 Millionen Festmeter, die jetzt nach dieser Richtlinie zur Gewichtsvermessung von Industrieholz übernommen werden. Sie sehen, das ist eben von FAB eben herausgegeben worden. Der Thomas hat es früher schon angedeutet, dass wir also hier, also von der Forstwirtschaft ist der Thomas dabei und von der Steiermark eben dann vor allem jetzt der Klaus Friedl. Und wie gesagt, meine Wendigkeit, auch jahrelang aus der Steiermark dabei, der Franz Riegler, wo wir eben versuchen, eben das entsprechend hier gut aufzubauen und eben diese Richtlinie, das ist eben die, was gültig ist und die ist eben auch im Teil C der österreichischen Holzhandelsverordnung in der Position 1220, da wird gesprochen über das Verrechnungsmaß nach Gewicht. Es ist aber dort nicht näher ausgeführt, sondern es gibt den eindeutigen Hinweis auf eine Richtlinie und somit hat das Ganze eben den subsidiären Rechtscharakter. Und ebenfalls also in den österreichischen Holzhandelszusätzen im Teil C, da sind die Sortimente drinnen. Sie wissen ja, dass wir beim Industrieholz, vom Schleifholz über das Faserholz, über gemischtes Fuhren, über das Plattenholz, über Sekundaholz und so weiter verschiedene Industrieholzsortimente gibt, die aber alle, und heute beschäftigen wir uns ja mit der Übernahme, nach der gleichen Form eben übernommen werden. Und natürlich, wir werden dann sehen im Vortrag, das Holz wird ja auch gewogen, damit ist eben das Maß- und Eisgesetz mitwirkend und natürlich über allen stehen das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, wo es einfach geht, was ist im Vertragswesen möglich. Und im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch steht natürlich Vertragsfreiheit und deshalb gibt es eben neben den Usanzen natürlich dann von unseren Marktpartnern die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da muss man aufpassen, was da drinnen steht. Ich komme am Ende vom Vortrag noch einmal darauf zurück. Aber in der Regel orientiert sich es eben sehr stark oder eigentlich genau eben zur Richtlinie zur Gewichtsvermessung. Und wir haben ja dazu, dass das auch so eingehalten wird, eine Kontrollordnung, die der Thomas Leitner dann am Anschluss auf meinen Vortrag dann noch einmal bringen wird. Ja, wie läuft, da ist einmal der Übersicht, wie läuft dieser Prozess? Das heißt, wir haben einmal eine Registrierung. Das ist logisch, weil es muss ja mal festgestellt werden, von wem kommt das Holz. Dann haben wir in der Phase 1 die okulare Schätzung, die Eingangsverwiegung, die Probeentnahme, weil wir haben jetzt zuerst Lutro, wir wollen jetzt zu Atro kommen. Aus der Probeentnahme leitet sich dann eben letztendlich die Trockengewichtsbestimmung ab. Wir haben dann die Ausgangsverwiegung, weil wir das Tagegewicht brauchen. Letztendlich kommen wir zu unserem Nettogewicht und zur Übernahmemenge in Atro. Und Sie sehen also hier in den Bildern den Prozess ein bisschen dargestellt und genau mit diesen einzelnen Prozessschritte wollen wir uns jetzt beschäftigen. Es ist in dieser Richtlinie geregelt, dass eben bei unseren Marktpartnern, bei der Papier- und Plattenindustrie, nicht irgendwer jetzt das Holz übernehmen kann, sondern das Übernahmepersonal, das dort steht, muss eine positive Prüfung bei der akkreditierten Inspektionsstelle, das die HFA, ablegen. Sie brauchen, weil wir dann auch einen Wiegeprozess im Ganzen drinnen haben, ein Seminar für Wäger beim Landeseichamt und dieser Befähigungsnachweis, der ist zu dokumentieren. Das heißt, wenn dann die Kontrolle kommt, muss er nachweisen, dass der Herr Meier, der Herr Huber, die dort übernehmen, dass die eben befähigt sind, das zu machen. Das heißt, ausgebildetes Personal übernimmt unser Industrierundholz. Und die erste Phase ist natürlich, wenn das Holz jetzt im Werk kommt, da fährt also ein LKW ins Franschacher Werkgelände zur Holzübernahme, muss das natürlich jetzt dem Lieferanten zugeordnet werden. Es muss dem ganzen System zugeordnet werden, weil ja dann ein gesamter Rechenprozess passiert, den ich Ihnen darlegen muss. Und was für uns natürlich wichtig ist, wir haben hier als Muster den FAB-Lieferschein, wo wir unten eben, das ist jetzt, muss man jetzt nicht sehen, sondern nur der Hinweis eben, brauchen wir natürlich als Lieferant die Gegenzeichnung, unser Holz ist jetzt also bei der Industrie angekommen. Es ist bekannt, dass das natürlich heute auch schon elektronisch läuft, aber das ist unser wichtigster Bereich, damit wir registriert sind und wir die Bestätigung haben, unser Holz ist im Werk. Und jetzt kommt eben der erste Prozess, eben, das ist eben die okulare Ansprache von Holzarten, Sortimenten und falls es eben drauf ist, der Ballast.
Jetzt Achtung, wir reden jetzt hier von einer okularen Schätzung in Volumensprozent. Das heißt, das Personal steht hinterm LKW, wie Sie hier sehen, und sagt, so und so viel Prozent sind hier Sortimente, Holzarten drauf. Und dann Vorsicht, am Ende rechnen wir aber über Gewichtsprozent ab. Und deshalb möchte ich dann als im zweiten Teil später diesen Umrechnungsprozess von Volumensprozent auf Gewichtsprozent Ihnen näherlegen. Es ist, wir sprechen von Holzarten und Sortimenten. Bei den Werken ist das vielfach kombiniert eben, zum Beispiel Fichte, Faserholz. Und genau für dieses Sortiment, also für eine Holzart, kombiniert mit dem Sortiment, haben Sie ja im Schlussbrief einen Preis vereinbart. Wir haben dann noch eine Besonderheit, also beim Plattenholz gibt es auch die Mischsortimente, eben Nadelholz, Laubholzhart und Laubholzweich. Das heißt, grundsätzlich sollte man ja versuchen, die Holzarten am LKW anzusprechen. Aber natürlich ist es oft so bei gemischten Fuhren nicht einfach. Und deshalb hat, und das ist aber auch in den ÖHU so registriert, hat man eben das Sortiment Plattenholz eingeführt. Und diese okulare Ansprache, das werden Sie dann sehen, ist eben dann eine wichtige Basis, um später die ganze Abrechnung zu machen und eben diese Umrechnung auf Atrotonne und so weiter zu machen. Sollte eben auf der Fuhre, das kann im Winter passieren, eben ein Schnee draufliegen, ein Eis draufliegen, ist das natürlich zu berücksichtigen. Das wird dann entsprechend abgezogen. Und grundsätzlich soll es aber so sein, dass die Fuhre möglichst eben schnee- und eisfrei gehalten wird. Und ich habe also versucht, jetzt hier im Prozess ein Beispiel durchzuziehen, damit wir sehen, wie zum Schluss eben die Atrotonne nach Holzarten herauskommt. Und wir sagen eben, bitte nicht auf diesem Bild jetzt nehmen, sondern ich habe leider kein anderes Bild, aber wir nehmen einmal an, dass wir 60% Fichte und 40% Kiefer eben in der okularen Schätzung geliefert haben. Das heißt, erster Prozess, okulare Ansprache. Prozess 2, der Wiegeprozess. Das heißt, wir fahren ins Werk. Sie sehen also, der LKW steht hier auf der Waage drauf und hat eben 44.000 Kilo, also LKW plus Holz. Also wir sprechen hier vom Bruttogewicht. Dann wird eben der LKW entladen und der LKW fährt dann noch einmal eben auf die Brückenwaage hinauf und wird dann das Dara ermittelt. Das heißt, wir haben das Dara-Gewicht und eben die logische Differenz zwischen dem Nettogewicht und dem Dara-Gewicht ist eben das Nettogewicht, eben die Differenz zwischen Bruttogewicht und Dara-Gewicht. Also in den Fall dann 24.000 Kilo. 44.000 Kilo oder 44 Tonnen Gesamtgewicht, 20.000 Kilo oder 20 Tonnen eben der LKW und dann eben entsprechend unser Holz, das wir dann bezahlt bekommen. Achtung, das ist eine Regel, was in der Richtlinie drinnen steht. Wann eben jetzt der Fahrer im LKW drinnen bleibt, er muss also immer gleich sein. Entweder ist er beides mal mit drinnen oder beides mal nicht mit drinnen. Es müssen also immer die gleichen Personen im Fahrzeug sein, also bei der Bruttoverwiegung und bei der Tara-Verwiegung. Und jetzt ist natürlich so, das ist also einer der ersten Bereiche, die wir jetzt eben haben. Natürlich die Waage, die hat schon ihre Anforderungen. Sie sehen also hier die Waage in Franschach. Und diese Wagen brauchen eben einmal eine gültige Eichung. Also alle 2 Jahre werden diese Wagen nachgeeicht. Sie brauchen eine hohe Genauigkeitsklasse, Klasse 3. Das sind eben diese Handelswagen. Und sie müssen auch eine bestimmte Genauigkeit nachweisen, eben den sogenannten Eichwert, dann die Eichtoleranz. Und das heißt also, das muss weniger als so wie auf 50 Kilo genau gewogen werden. Dann soll es natürlich so sein, dass auf der Waage nicht Dinge herumliegen, sie muss sauber sein und die Waage muss natürlich frei schwingen, weil das ist ja das Prinzip der Brückenwaage und das Fahrzeug muss natürlich vollständig auf diese Waage rauffahren und möglichst mittig dort aufstehen. In der Regel haben wir eben die Verwiegung, also sowohl brutto als auch Tara im Werk. Es gibt aber eine Besonderheit, und zwar ist das bei den Eisenbahnwaggons. Bei den Eisenbahnwaggons ist es so, dass der Waggon also im Werk brutto verwogen wird,
aber es erfolgt keine Tara-Rückwirkung mehr, sondern da wird das eben aus dem das Gewicht genommen, das eben am Waggon angeschrieben ist. Da haben wir ein paar so Probleme gehabt, weil das alles nicht exakt zusammengepasst hat. Da sind wir seit Jahren hinten dran, das war das Bereinigen, aber das dauert halt mit der Bahn etwas. Ja, wie gesagt, also jetzt zur Einleitung einmal die okulare Anschätzung und eben den Wiegeprozess. Und im zweiten Teil dann würde ich jetzt eben den Weg zur Trockengehaltsbestimmung und eben dann den Rechenprozess bringen. Dankeschön einmal, Gerald, für den ersten Teil. In der Praxis, Gerald, diese okulare Ansprache, wie einfach oder wie schwierig ist das? Du hast ja da sicherlich auch Erfahrungswerte. Ich selber bin ja da nicht dabei, sondern ich mache ja sozusagen die ganze Technik. Das ist, glaube ich, ein nicht einfacher Prozess. Es sind natürlich die Leute, die in den Industrien sind, sehr gut geschult und ich glaube, dass die das auch sehr, sehr gut können. Das heißt, das Ganze, wenn man auch, und ich glaube, dass man auch im Rahmen der Waldverbände, dass also die führenden Köpfe bei euch, die also das für diese Abwicklung für euch machen, die das auch sehr gut können. Und das ist eben ein erster wichtiger Prozess und es macht eben durchaus Sinn eben, ich komme dann später zu den Kontrollen, dass man sich, wenn oder die Vertreter vom Waldverband, eben die Regionalchefs, die dort sind, durchaus stichprobenweise solche Fuhren sich anschauen und sagen, so viel Prozent dieser Holzart oder dieses Sortiment habe ich drauf und dann eben das vergleichen mit dem, was im Werk kommt. Ob es irgendwann einmal etwas geben wird, dass die Fuhr dann über ein photooptisches System erfasst wird, ob man das erkennen kann, weiß ich nicht und dass man das dann ausrechnen kann. Aber wie gesagt, es ist hinten anhand eben der Stämme, der Stammabschnitte zu erkennen, wie viel Volumensprozent, und das ist nochmal die wichtige Botschaft, wie viel vom Volumen da von den einzelnen Holzarten drauf ist. Aber sicherlich kein einfacher Prozess. In welcher Rolle kommt da eigentlich dem Lkw-Fahrer zu? Weil, Thomas, vielleicht kannst du das beantworten. Weil letztendlich, wenn ich jetzt Holzverkäufer bin, ich übergebe ja das Holz meinem oder dem Lkw-Fahrer und der übergibt das Holz bei der Industrie. Und da hat der Lkw-Fahrer Möglichkeit zu sagen, das passt so nicht. Ich will das jetzt auf ein Reklamationslager gelegt haben. Ach, das ist eine sehr gute Frage. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dir so nicht beantworten, weil ich jetzt nicht weiß, wie das mit dem Reklamationslager vom Holz-Lkw-Fahrer ist. Grundsätzlich ist es einmal, wäre es ja trotzdem auch wichtig, auch wenn ich jetzt als Waldbauer das Holz jetzt verkaufe und der Lkw holt das bei mir im Betrieb ab, wäre es ja vielleicht sicher geschickt, das eine oder andere Mal dabei zu sein und vielleicht sich auch selbst, wie es der Gerhard auch gesagt hat, sich die Fuhr anschauen, vielleicht ein Foto davon machen, um das nachher auch besser vergleichen zu können. Um, wie gesagt, einen Vergleich von vornherein zu haben, ist immer sehr gut. Gerade in der heutigen Zeit, man hat jeder hat ein Smartphone mit Kamera, ne? Das ist so schnell so ein Foto gemacht und dann kann man das relativ schnell hinterher auch auflösen, sage ich mal so. Ich glaube, dass der Lkw-Fahrer selbst wird da nicht sehr viel Handlungsspielraum haben, weil ich sage mal, der ist ja nur der Überbringer der Botschaft, unter Anführungszeichen der Überbringer der Ware. Mhm. Ich glaube, der für den ist das Wichtigste, könnte ich mir vorstellen, der möchte da schnell rein, schnell wieder abgeladen werden und schnell wieder aussehen, damit er seine nächste Tour machen kann. Also ich glaube, dass da den Lkw-Fahrer nicht sehr viel Verantwortung drauf kommen haben wird. Das heißt, die Verantwortung bleibt schon, sagen wir mal, beim Verkäufer selbst, dass er sich das noch auch im gesamten Prozess dann auch hinterher anschaut. Zu der gleichen Meinung, Gerald, fotografieren ist sicherlich kein Fehler und selbst da mal mitfahren und sich das vor Ort anzuschauen, ist wahrscheinlich auch kein Fehler, oder? Das, was der Thomas gesagt hat, ist also, glaube ich, eine ganz wichtige und eine sehr einfache Erzählung. Jetzt hat jeder ein Smartphone oder was auch immer. Bei den Bundesforsten zum Beispiel wird jede Fuhre fotografiert, also auch beim Sägeholz. Und wir haben hier einfach dann die Möglichkeit eben, ich habe früher gesagt, die Registrierung über den Lieferschein kann ich sie dann eindeutig auf die Fuhre zurückverfolgen.
und die Fotodokumentation und die, also die kann ich eigentlich dann fast immer anschauen, und das ist ein wichtiger Bereich, eben periodisch dabei zu sein. Und was wir heute nicht vergessen, weil sie eben, wie gesagt haben, die Rolle des Lkw-Fahrers. Wir haben ja vielfach mit den Industrien schon den elektronischen Lieferschein, und der Lkw-Fahrer ist natürlich hier mitverantwortlich, dass es ordentlich eingegeben wird und also wir alle Beteiligten am Prozess sehen, was jetzt mit der Fuhr passiert. Ja, und im Rahmen des elektronischen Lieferscheins sollen die Fotos auch zwangsweise oder verpflichtend, dass Fotos gemacht werden und die mit dem Lieferschein eben auch mitgesendet werden. Ja, verpflichtend, also gesetzlich niedergeschrieben ist es natürlich nicht, aber man kann es natürlich im Prozess sozusagen für sich so definieren und das machen und den Lkw-Fahrer anhalten, dass er hier die entsprechenden Fotos macht oder auch die Leute selber. Es wird unterschiedlich sein. Aber eben die Fotodokumentation und eben die eindeutige Erfassung über den Lieferschein eben ist eben unser erster wichtiger sozusagen Eigenverantwortung von unseren Betrieben heraus auch. Über die FAB-Richtlinie wirst du dann noch etwas bringen, Thomas, gell? Nicht, also die Richtlinie selbst macht, würde der Gerald jetzt weiter fortführen, aber es gibt ein vertrauensbildendes Instrument, wo eben die Überprüfung dieser Richtlinie stattfindet und das wir noch im Anschluss dann machen. Ja. Deswegen, Gerald, denke ich, dass es Sinn macht. Fragen haben wir noch keine reinkriegt, dass du gleich mit dem zweiten Teil deiner Präsentation weitermachst. So, ich hoffe, die Präsentation ist wieder da. Gut. Wir haben jetzt den Wiegeprozess eben abgeschlossen. Jetzt schaltet er dann nicht weiter. Oh Gott. Okay, gut. Und jetzt kommen wir eben zum nächsten Bereich. Wir liefern ja das Holz, und im Holz haben wir ja 45-50% Wasser dabei. Das kriegen wir nicht bezahlt. Wir kriegen ja nur die reine Holzmasse bezahlt. Und deshalb kommt jetzt der Prozess der Probennahme. Das heißt, je nachdem eben, es gibt hier zwei Methoden, einerseits am Lieferfahrzeug und andererseits, der Thomas hat es eben schon angeschnitten, oder du magst eben, dass es eben eventuell entladen wird. Und da gibt es also auch klare Regeln, wie das zu machen ist. Man kann sich entscheiden, ob man eben auf einer oder auf beiden Stoßseiten eben anschneidet. Wenn man sich eben entscheidet, auf beiden zu machen, dann muss man das durchziehen. Und sonst eben, und dann gibt es eben noch die Regel, wenn es auf einer Seite gemacht wird, muss eben die Säge, Sie sehen das also hier auch schön im Bild, 2/3 der Stoßhöhe beschneiden. Und wenn man es zweiseitig macht, genügt die halbe Stoßhöhe. Und jetzt eben kommt darauf an, wie viele Stöße am LKW oder am LKW-Zug drauf sind. Aber wenn man sieht oft haben wir 2 Stöße, 4 Stöße, aber es müssen immer zumindest 2 Stöße eben entsprechend betrobt werden. Und wenn wir das Kurzholz haben, dann eben jeder 2. Stoß. Und beim Waggon, wo oft 3 bis 5 Stöße in seinem Waggon drinnen sind, muss man sich auf 3 Stöße eben das machen. Das heißt, Sie sehen, es ist doch eine sehr eindeutige Auswahl, wo man hineingeht und möglichst eine breite Palette der Fuhre hier entsprechend betrobt. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, eben, das kann vorkommen, dass die Industrie zu uns sagt, naja, ihr habt da vielleicht draußen irgendwas Trockenes und drinnen schaut es anders aus, tut es da entladen, das kann vorkommen. Und dann muss eben der Lkw-Fahrer das runterlegen und dann muss man von jedem Stoß beim Langholz 10 Stämme und beim Kurzholz 15 Stämme von jedem 2. Stoß eben entsprechend nehmen. Und Sie sehen auch, wie hier der Motorsägenzug eben von oben bis unten durchgeht, damit man eben die 2/3 der Stoßhöhe hier beproben kann. Ja, und dann kommt es eben zur Probenentnahme. Das war also die Stufe 1. Wie viel muss ich beproben? Und jetzt komme ich eben zur Probenentnahme. Sie sehen das eben, die Schnittführung habe ich schon erwähnt. Die sollte möglichst in der Mitte des Stoßes erfolgen. Wenn das nicht möglich ist, muss es zumindest 50 cm vom Stammende hereingerückt werden. Verwenden, anschneiden tut man es eben mit der Motorsägenkette, also mit der Motorsäge und der Kette natürlich dann. Oder es gibt auch die Kettenfräse. Es sollte, wie Sie es am mittleren Foto sehen, eben der halbe Stammquerschnitt erwischt sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier sektorale Anschnitte zu machen. Und dann eben ist es wichtig, dass die Probe richtig gehandhabt wird. Das heißt, man muss schauen, dass es zu keiner Austrocknung kommt.
Sie muss also schauen, dass auch keine Feuchtigkeit dazukommt. Sie sehen also hier am Foto links unten, dass also hier der Sack, wo die Späne reinfallen, der ist also hier noch mit dem Rohrentnahmegerät verbunden, wird dann zugemacht und dann ist der nächste wichtige Prozess wieder, dass es hier die klare Kennzeichnung gibt. Ich habe gesagt, früher, wir haben uns registriert und jetzt wird natürlich dann diese Probemenge über das Erfassungssystem genau unserer gelieferten Menge entsprechend zugeordnet. Und jetzt kommen wir zur Phase der Trockengehaltsbestimmung. Also Sie haben vorher gesehen, eben dass die Probe ist eben im Sack, die kommt eben dann in einen Kübel hinein. Da muss das Ganze gut durchmischt werden und dann kommt es eben auf diese Probetasse, die dann eben in späterer Folge eben auf die Waage gelegt wird. Und eben diese Probenvorbereitung nennt man diesen Prozessschnitt, das muss unmittelbar nach der Probenentnahme passieren. Das heißt, das kann jetzt nicht so sein, dass die Industrie dann da ewig wartet und sagt, nein, ich tue heute den ganzen Tag sammeln und am Abend tue ich dann wiegen. Nein, das muss sofort eben entsprechend gemacht werden. Und dann kommt eben die sogenannte Einwaage im frischen Zustand. Man muss da mindestens 100 Gramm Späne auf die Waage legen. Und Sie sehen hier zwei Möglichkeiten. Einerseits mit dieser Taste, wenn das eben in den Heißluft, das in den Trock, in den Darofen reinkommt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Heißluftofen, wo der Prozess dann schneller geht, der Trocknungsprozess. Eben, das ist eben die sogenannte Feuchteinwaage. Dann kommt eben der Trockenprozess. Also auch hier es gilt wieder, dass dieser Darvorgang möglichst rasch eingeleitet werden muss. Es soll ja nicht so sein, dass es dann zwischen schon zum Trocknen beginnt. Und eben es wird dann bis zur Massenkonstanz, und da ist also vorgegeben, dass das mit 103 Grad passieren muss, hinuntergetrocknet werden. Und es gibt eben, ich zeige dann später noch zwei Fotos, es gibt eben einerseits den Trockenschrank, wo das Ganze, dieser Trockenvorgang 8 Stunden dauert. Und es gibt aber in den Werken auch den Heißluftofen. Das heißt, da wird der Prozess in 10 Minuten fertig gemacht. Und das ist vor allem bei Kleinwaldlieferungen wird das gern angewendet, weil eben der, was das Holz liefert, zum Teil sogar schon, wie man früher gesagt hat, den Shaker oder das Geld mitbekommen hat, weil der Ermittlungsprozess sehr rasch passiert. Wir sehen eben, man muss zur Temperatur überwacht werden. Und letztendlich kommen wir dann eben, wenn das getrocknet ist, zur Auswaage. Und auch hier gilt wieder, dass das sofort nach der Entnahme gemacht werden muss. Es darf nicht ausgekühlt werden. Und wir sehen also hier, also die zuerst im feuchten Zustand und dann im trockenen Zustand wird eben hier entsprechend das Ganze gewogen. Ja, auch hier haben wir wieder Anforderungen, so wie früher bei der Brückenwaage. Diese Analysenwagen müssen natürlich auch geeicht sein. Da haben wir auch wieder die 2 Jahre den Eichprozess. Wir sehen also hier den Eichstempel. Wir haben nur das Foto im Jahr 2014 gemacht, deshalb steht da 2015. Aber im Prinzip geht es hier um die gültige Eichung. Auch hier sind die Anforderungen Genauigkeit. Und diese Waage muss schon auf 0,1 Gramm genau wiegen. Und die Waage soll natürlich feststehen, es darf nicht vibrieren und es muss natürlich immer der Nullpunkt kontrolliert werden, so wie Sie es zu Hause von der Küchenwaage kennen, wenn Sie was backen, das muss natürlich, wenn ich was drauf gebe, da immer die Null, vor der Nullpunkt eben vor jeder Verwiegung gefunden werden. Das heißt also, die Analysewagen müssen eben einer bestimmten Anforderung entsprechen. Und dann haben wir eben zwei Varianten eben der Trocknungsgeräte. Es gibt also einerseits eben den Trockenschrank, der mit der Temperatur eben von 100 Grad plus minus 2 Grad Celsius dann getrocknet werden. Wir haben hier innen drinnen die freie Luftzirkulation und natürlich die Behälter, die hineingehen, die müssen natürlich kohäsions- und hitzebeständig sein. Sie sehen hier den Ofen leer, hier wird er dann befüllt und dann wird er, wie ich gesagt habe, 8 Stunden lang getrocknet. Und die schnellere Methode, der Heißluftofen, auch hier haben wir wieder unsere Temperaturanforderung von 103 Grad plus minus 2 Grad. Und hier sehen Sie, kommt eben diese Probe in den Heißluftofen hinein und da wird mit einem heißen Luftstrom, und das geht eben im Prinzip in wenigen Minuten, wird in einem geschlossenen Metallbehälter, Sie sehen, das wird dazu gemacht und dann wieder rausgenommen. Beim Rausnehmen kann er natürlich nicht direkt hingreifen, weil das Ganze heiß ist, wieder eben dann im trockenen Zustand. Und das Ganze, die Anforderungen, das muss mit einem Maximaltherometer kontrolliert werden. Und natürlich müssen hier die Werte auch entsprechend gezeigt werden,
weil das natürlich kontrolliert wird, ob die 103 Grad eingehalten wird. Und dann kommen eben, wenn wir jetzt wie ich es in den Fotos gezeigt habe, im Prozess gezeigt haben, dass wir das frische Gewicht haben und das Trockengewicht, wird der Trockengehalt ermittelt, indem eben das Gewicht sozusagen trocken gegen das Gewicht im frischen Zustand die Prozentrechnung gemacht wird. Und wir haben eben 60 Gramm im trockenen Zustand, 109 Gramm. Wir haben gehört, 100 Gramm müssen wir mindestens haben im feuchten Zustand. Und wir wissen, dass wir jetzt also 55% Trockengehalt bei unserer gelieferten Fuhre haben. Und jetzt kommt es dann in der nächsten Stufe zur Ermittlung vom Atro-Gewicht. Das heißt, wir haben ja früher im Wiegeprozess gesehen, dass wir unsere Nettomenge ermitteln, die 24.000 Kilogramm, was wir gehabt haben. Dann haben wir geschaut, wir haben auf der Fuhre keinen Ballast drauf gehabt. Dann wird das mit den 55% multipliziert, dann diese durch 100, das ist der Rechenprozess. Und jetzt wissen wir, dass unsere Fuhre eben 13.200 Kilo Atro-Gewicht gesamt geliefert drauf war. Und jetzt haben wir gesagt, es ist ja immer spannend, die Frage eben, wie ist das Ganze, wenn ich eben gemischte Fuhren habe. Und sobald ich gemischte Fuhren habe, muss ich jetzt dann einen Rechenprozess starten, völlig unabhängig, weil da haben wir letzte Woche davon gesprochen, ob ich jetzt auf Festmeter umrechne. Sobald ich eben, und das habe ich Ihnen hier ein Beispiel dargemacht, sobald ich zwei Holzarten habe, muss hier ein Rechenprozess von Volumensprozent in Gewichtsprozent erfolgen. Das heißt, wir haben hier unser Atro-Gewicht von 13.200 Kilogramm. Und wir haben eben in der Schätzung 60% Fichte, 40% Kiefer geschätzt. Die Umrechnungsfaktoren für die Fichte sind 475 Kilo, für die Kiefer 570 Kilo FMO. Deshalb müssen wir her und sagen, okay, wir haben 60% Fichte mal das spezifische Gewicht, ergibt eben dann 285, die Kiefer genau dasselbe und wir kommen dann zu einem durchschnittlichen Holzgewicht von 513 Kilogramm pro Kubikmeter. Und jetzt werden dann die 285 zu den 513 Kilogramm in Bezug gebracht und wir haben jetzt die Fichte nur mehr 55,56% Gewichtsprozent und die Kiefer 44%, obwohl wir beim Volumensprozent hier ein anderes Verhältnis haben. Und das ist relevant eben für die Abrechnung. Und jetzt haben wir wieder unsere 13.200 Kilogramm, mal die 55%. Das heißt, wir haben 7.334 Kilogramm eben, was die Fichte ausmacht. Und was die Kiefer aufmacht, die 5.886 Kilo, in Summe natürlich die 13.200. Und dahinter haben wir ja unsere Preise dann in der Atrotonne ausgemacht. Das heißt, wir sind hier im Verrechnungsmaß einmal fertig. Aber natürlich im Forst ist es dann so, dass wir letztendlich eine Holzeinschlagsmeldung abgeben wollen. Wir haben ja dann auch die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen, Gewinnpunktrechnung, Deckungsbeitragsrechnung und so weiter. Und natürlich, wir haben auch mit unseren Lieferanten oft den Festmeter vereinbart. Und deshalb eben gibt es jetzt dann im letzten Stufe noch, das passiert aber nicht mehr im Geschäftsprozess. Es kann es im Geschäftsprozess auch geben, aber in der Regel nicht mehr, weil eben die Atrotonne unser Verrechnungsmaß ist, haben wir noch den Umrechnungsprozess, in dem wir eben die Atrotonne durch die 475 Kilo dividieren und so kommen wir uns zu den Festmeter. Es gibt auch die andere Methode, indem wir das mit 2,11, richtigerweise werden 2,105 multipliziert, kommen wir dann auch auf unsere Festmeter. So ist eben der Prozess eben entsprechend dargestellt und dann noch einmal eben, was im letzten Prozess dann kommt, das heißt, wir wollen ja jetzt Informationen bekommen, was haben wir geliefert. Deshalb gibt es eben ein Protokoll, das ist also in den Richtlinien so festgelegt. Auch in den ÖHU ist das eben entsprechend geregelt. Und wir haben hier also zwei Varianten. Wir haben einerseits eben das schriftliche Protokoll, aber heute in der modernen Form haben wir das FAP.int, also dieses
elektronische Protokoll. Und wir bekommen jetzt in dem Protokoll, also sowohl also im schriftlichen, wo vielleicht nicht so detailliert alles, aber vor allem elektronischen, alle unsere Informationen. Wer war Lieferant, welchem Datum, zu welcher Anlage haben wir das geliefert, wer war der Frechter. Und dann eben jetzt für uns die Prozesse oder die Mengen, die wir gesehen haben, die unseren ganzen Prozess begleitet haben. Ein Bruttogewicht, ein Nettogewicht, ein Tagegewicht, den Trockengehalt, die geschätzten Holzarten, die Sortimentsverteilung, falls Ballast drauf war. Und dann wichtig, je nachdem, ob das Holz jetzt in Rinde oder ohne Rinde war, in AMM für jede Holzart und Sortiment eben unsere Angabe. Wie gesagt, und die Festmeterumrechnung, die ich erwähnt habe, die findet ja im Verkaufsprozess entsprechend nicht statt. Das macht man dann innerbetrieblich. Innerbetrieblich sind dann eben, wenn so ein elektronisches Protokoll kommt, ist eben dann für jede Holzart der Umrechnungsfaktor hinterlegt und die kommen dann wieder zu meinen Festmeter. Ja, der Kontrollordnung gehe ich nicht darauf ein, das macht nachher der Thomas. Und eben die, was ich eben noch mitgeben will, eben als Abschluss, aber wir haben es in der Diskussion früher schon gehabt, wir müssen hier natürlich schon einen Kontrollprozess haben. Das heißt, es gibt keine Lieferung ohne Lieferschein. Das ist logisch. Wir müssen, wenn wir mit dem Werk die Schlussbriefe vereinbaren, sagen, ist das so, wie es eben dieser Prozess entspricht, dass der Richtlinie, also aufmerksam lesen, vor allem auch, wenn es irgendwelche Zusatzanforderungen an Lieferanten gibt und da auch kritisch hinterfragen. Was da leider nicht draufsteht, aber das habe ich vergessen, aber der Thomas hat es uns dann sehr schön gezeigt, das Fuhrfoto eben als Unterstützung für die Beurteilung und dann eben unser Prozess. Der Lieferschein fordert ein Protokoll. Das Protokoll fordert die Gutschrift und die Gutschrift fordert letztendlich den Zahlungsfluss. Und wir müssen eben unsere Protokolle analysieren. Es kann ja auch sein, dass wir in der Ausformung irgendwas falsch gemacht haben. Gott, bei den Fotos, wenn wir sehen, hoppala, weil fatal ist ja, wenn wir Sägerundholz praktisch ins Werk geliefert hätten. Das wäre schlimm, das ist noch schlimmer, wenn man erst wie beim Sägeholz Industrieholz dabei ist. Und natürlich soll man das Ganze sehr rasch im Materialbuch verarbeiten. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen hier einen kurzen, kompakten Überblick geben konnte, wie dieser Prozess eben abläuft. Wenn es jemand genau wissen will, der kann das dann eben dieser Richtlinie entsprechend nachschauen. Derzeit gilt eben die Richtlinie aus dem Jahr 2015. Wir haben den Überarbeitungsprozess gemeinsam mit der Papier- und Plattenindustrie gestartet. Es gibt ein paar Anforderungen, die wir verbessern müssen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir das im heurigen Jahr dann über die Bühne bringen. Ja, wenn Fragen sind oder für die Diskussion, stehe ich jetzt natürlich gerne zur Verfügung. Dankeschön. Wunderbar, Gerald. Also wirklich klar, deutlich, glaube auch sehr gut dann zum Nachhören für manche, um so diesen Prozess verfolgen zu können. Eine Frage bei der Probenentnahme. Gibt es eine Vorgabe, wie weit mit der Motorsäge da bei der Spanentnahme zum Einschneiden ist in den einzelnen Stämmen? Den halben Stammabschnitt, ich habe sechs auch. Und dann gibt es aber den sektoralen Anstich auch. Da wollte ich nicht zu verkomplizieren, also wo man so reinsticht. Aber im Prinzip den halben Stammabschnitt sollte man erwischen. Es ist aber dann so, wenn es ein relativ dünnes Holz ist, natürlich ein schwaches, dann schneidet es natürlich das Ganze durch. Aber den halben sollte man erwischen. Den halben Stammquerschnitt. Eine weitere Frage ist da im Chat gestellt worden, und zwar dieser Umrechnungsfaktor, zum Beispiel bei der Fichte mit 475 Kilo, glaube ich, je Atrotonne, oder je absolut trocken. Und das gerechtfertigt ist für alle Gebiete Österreichs. Es ist natürlich ein Durchschnittssatz. Wie weit kann sich der überhaupt bewegen, aus deiner Sicht, aus deiner Wahrnehmung? Thomas, willst du oder ich? Okay. Na, das ist, eines muss klar sein. Nehmen wir mal die Fichte, die 475 Kilogramm ist ein österreichweiter jahreszeitlicher Durchschnittswert. Der wurde historisch von Professor André, das ist der Assistentin von Professor Sterber auf der BOKU gewesen, in zahllosen Messungen, hauptsächlich ist das in Franschach gemacht worden, eben ermittelt. Wir wissen natürlich, dass die Fichte eine Palette hat von 300, irgendeinem hohen 300er Wert bis zu über 500. Das ist logisch, das kann abweichen.
Aber eben eine Diskussion jetzt zu beginnen, überall jetzt dann regional, es ist, also ich würde es als Ding der Unmöglichkeit beschreiben. Wir haben Spezialfälle, zum Beispiel die Weinviertler. Die Weinviertler wissen, dass der Eschen-Umrechnungsfaktor bei ihnen nicht passt. Und die haben zum Beispiel mit den Bundesforsten, wenn sie eben noch Simmering liefern, hier eine von den ÖHU abweichenden Umrechnungsfaktor. Also ich plädiere schon, dass man diesen einhaltet und wenn man wirklich weiß, dass ich in einer Region bin, wo der gänzlich anders ist, dann sollte man das vielleicht in den Preisverhandlungen mitführen und vielleicht dort berücksichtigen. Aber jetzt regionale und jahreszeitliche Umrechnungsfaktoren zu etablieren, halte ich für etwas schwierig. Was noch zu einer Ergänzung hast, Thomas? Ja, ich kann nur insofern ergänzen, wie ich selbst noch auf der Uni gearbeitet habe, habe ich mich auch mit dem Trocknungsverlauf von Rundholz beschäftigt und da habe ich gesehen, das ist einfach eine Bandbreite von bis, was entstehen kann. Vor allem auch, es kann sein, der eine Baum hat diesen Wert und der gleiche und der Baum am Meter auf der Seite hat einen anderen Wert, obwohl sie gleich alt, gleicher Standort, gleiche Niederschlagsverhältnisse haben. Auch innerhalb des Stammabschnittes, ne, ich habe da diese Stämme meistens geviertelt, ne, habe ich gesehen, dass das eine Viertel andere Dichte hat als wie das andere Viertel. Also deswegen, ich glaube, dass schon ganz gut ist, dass man diesen österreichweiten Durchschnitt einfach hernimmt, wohl wissend, dass der natürlich nicht immer so, wie es halt beim Durchschnitt ist. Der passt halt einmal ein bisschen besser und einmal ein bisschen schlechter. Aber ich sage, in Summe haut es denn dann schon hin. Ne? Weil ich glaube, da gibt es andere Stellschrauben, an denen man eher dran drehen sollte oder müsste, wenn man Probleme hat. Dankeschön, Thomas. Gerald, gibt es eine Vorgabe, wenn mehrere Holzarten auf dieser Fuhre drauf sind, dass alle Holzarten angeschnitten werden müssen? Was oft wahrscheinlich schwierig ist, oder? Da sind sozusagen dann die Feinheiten der ganzen Geschichte, weil die Grundlage ist ja mal in der Auswahl der Stöße, dass man zumindest, und das ist natürlich jetzt wieder den guten Übernehmer geschuldet, die ausgebildet sind. Wenn der also jetzt sieht, weil ich kann jetzt streng statistisch bleiben und sagen, ich nehme zum Beispiel jeden zweiten Stoß und jetzt ist genau am dritten Stoß dann sind andere Holzarten drauf. Das heißt, da sind, glaube ich, die Übernehmer so gut ausgebildet, dass die dann ein möglichst gutes Bild machen. Und wenn man eben sagt, grundsätzlich mindestens zwei Drittel und der sieht, dass ganz oben eine bestimmte Holzart, weil das ergibt sich oft beim Aufladen ist, dass er nachher den ganz oben ansetzt und vielleicht das durchzieht. Also eine exakte Vorgabe ist nicht drinnen. Also das definiert ist das, was ich früher gesagt habe, die Auswahl der Stöße plus die zwei Drittel der Stoßhöhe. Aber eben, ich glaube, dass da über den Übernehmer dann sehr wohl schaut, dass er hier die Mischung der Holzarten dann auch entsprechend im Anschnitt zustande bringt. Aber es ist eine gute Idee mitzunehmen in der Überarbeitung der Richtlinie, ob man da was überlegen sollte, sowas zu definieren. Eine weitere Frage, Thomas, ich kenne das aus eigener Erfahrung, Dünnholz beim Schleifholz oder Bräune oder Zwiesel, gibt es da Toleranzen? Ich habe das auch erlebt, dass der Übernehmer dann gesagt hat, ja 5% Ballast aufgrund Dünnholz. Ist das irgendwie geregelt in der Richtlinie? In der Richtlinie selber ist da jetzt nichts geregelt diesbezüglich, ne? Aber das ist natürlich dann in der EU geregelt, dann, weil da sind die Sortimente definiert. Genau. Das heißt, da steht drinnen, was ist beim Faserholz erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie braun dürfen sein oder nicht. Also da möchte ich dann bitte einfach auf die EU verweisen, diesbezüglich. Mhm. Aber ich sage einmal, das sind halt wieder solche Sachen, die man, dass man sich da noch einen Ballast abziehen lässt oder nicht, kann man machen, ist aber natürlich, ich glaube, ich sage, nicht unbedingt jetzt ÖHU und richtlinienkonform. Da ist vor allem gleich gescheitert, dass man gleich im Vorhinein im Wald einfach besser sortiert. Ne? Dass man die Sortierung im Wald da Augenmerk legt, dass man das richtig beim Aussortieren schon richtig herlegt und auch den Lkw-Fahrer da ein bisschen auf die Finger schaut, dass der die richtigen Sortimente auf richtig belohnt bei sich selber. Danke, Thomas. Ich habe das jetzt auch nicht rausgehört, Gerald, eine Frage, ob bei der Übernahme von den Waggons, dass das vielleicht nicht so optimal läuft. Okay. Ist eine Frage also, da gekommen. Ja, dann ganz kurz, also was ist die Geschichte? Es ist so, wir sind in, und Thomas und ich sind da in unseren Kontrollprozessen eben draufgekommen, dass das da etwas nicht ganz stimmt. Und zwar die Bundesbahn, also die Rail Cargo bzw. die ÖPB, und jetzt gehe ich mal in die Vergangenheit,
hatte eben auf den Waggons ein bestimmtes Gewicht angeschrieben, wie schwer der Waggon ist. Dieses Gewicht entspricht aber nicht, oder hat, muss ich sagen, hat nicht dem tatsächlichen Waggongewicht entsprochen, sondern die Bahn hat dann aus technischen Gründen der Belastbarkeit der Schiene und so weiter da was dazugeschlagen. Und somit war der Waggon schwerer, als was er tatsächlich ist, weil wenn man gewogen hat, ist weniger Gewicht gewesen, was angeschrieben war am Waggon. Da sind wir eben bei Werken, die eben zurückwiegen, draufkommen, dass das Ganze nicht passt. Daraufhin haben wir die HFA gebeten, uns anzuschauen, wie viel das abweicht. Und wir waren dann auf dem Weg, dass wir hier einen Korrekturfaktor gefunden hätten. Das war aber nicht mehr notwendig, weil die Bahn, weil wir das natürlich, wir haben ja laufend Besprechungen mit der Bahn, da geht es ja auch um die Blatttarife, um die Holzbahnhöfe und. Und dann haben wir mit der Bahn gesagt, liebe Bundesbahn, pass bitte auf, wir verwenden hier im partnerschaftlichen Geschäft ein Gewicht, ein Tara-Gewicht, das kaufmännisch passen muss. Und dann hat die Bahn gesagt, okay, das ist aber mittlerweile schon über 3 Jahre her, ja, wir stellen um und schreiben jetzt, sobald ein Waggon kommt, das richtige Gewicht hinauf. Und nur haben wir jetzt noch ein Restproblem zu lösen, dass eben die Bundesbahn und die Rail Cargo eben verschiedene Datenbanken fort und sozusagen die Feinabstimmung zwischen diesen Gewichten noch nicht hundertprozentig vollzogen ist. Wir haben also jetzt am Anfang April wieder einen Termin mit der Rail Cargo und ich hoffe aber, dass wir das jetzt dann im heurigen Jahr lösen können. Zuerst war es leicht zu unserem Nachteil und jetzt sozusagen ist man wieder draufgekommen, dass die Datenbanken nicht ganz passen. Jetzt ist der Waggon ein bisschen zu leicht. Jetzt ist wieder vielleicht unter Anführungszeichen gesetzt zum Nachteil von unseren Abnehmern. Aber eine leidige Geschichte und verfolgt uns lange. Aber ich hoffe, dass wir heuer das endgültig lösen können und dass das Tara-Gewicht dann richtig ist. Gibt es von deiner Seite eine Empfehlung an den Waldhelfer oder Lieferanten, was man in der aktuellen Situation beachten könnte? Ja, es ist so, dass man dann den Blick drauf wirft und sagt, schaut, dass das zusammenpasst. Das heißt, wenn man mal bei so einer Waggonübernahme dabei ist und schaut, was steht am Waggon drauf und schauen dann, welches Gewicht eben entsprechend dann im Protokoll drinnen ist. Das kann man entsprechend machen. Weil eben man aufpassen muss, dass eben die Industrie zum Teil eben auf Datenbanken zurückgreift und da sozusagen noch Fehler sein können. Deshalb ein Kontrollinstrument, das Gewicht am Waggon notieren und mit dem Gewicht, was dann da im Protokoll ist, vergleichen. Mhm. Dankeschön, Gerald. Thomas, was sagst du zu deinem Statement? In der Tabelle der Fuhrauswertung ist keine Spalte für die Atrotonne und auch nicht für den Wassergehalt vorgesehen. In der Abrechnung des Waldverbandes ist auch nicht die Angabe des Wassergehaltes vorgesehen. Wäre doch eine wertvolle Information für den Lieferanten, auch diese Parameter in die für den Lieferanten verfügbare Information aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht ganz, auf was sich das jetzt bezieht. Also ich sage einmal, in der offiziellen Protokoll, was man vom Werk bekommt, wenn ich jetzt Holz ans Werk liefere, müssen diese Dinge enthalten sein, die auch jetzt der Gary vorher beschrieben hat. Ne? Natürlich jetzt beim Waldverband ist es jetzt so, dass ja der Waldverband jetzt im Prinzip der Kunde vom Werk ist und der natürlich schon diese Daten bekommt. Wie jetzt der Waldverband mit diesen Daten umgeht, wie er das jetzt intern mit seinen Kunden weiterverrechnet, da bist du wahrscheinlich, Max, eher der Ansprechpartner als ich, weil du hast ja eher einen Einblick diesbezüglich. Aber grundsätzlich müssen diese Daten natürlich vorhanden sein, weil anders, weil der Waldverband ja auch natürlich auch richtlinienkonform mit den Werken abrechnet. Das ist eine sinnvolle Ergänzung schon sehen. Gerald, bitte? Na, auch verpflichtet im EVP-Dat haben wir es auch drinnen. All diese Werte, die der Kollege angesprochen hat, haben wir drinnen. Okay. Dankeschön. Und wir sprechen ganz kurz noch, wir sprechen eben hier beim Industrieholz vom Trockengehalt, aber es ist im Prinzip eher reziproke Wert. Und damit ein Trockengehalt, wie ich es gesagt habe, in der Präsentation wird umgerechnet. Mhm. Danke. Frage auf Facebook. Gibt es das noch? Hat es das einmal gegeben, dass Mengen über 30 Festmeter dem Frachtsatz nicht verrechnet werden wegen der Überladung? Da wurde es mal irgendwas gegeben, oder nicht? Aber ja.
Aber sowas ist nicht mehr aktuell, oder? Naja. Ich kann mich erinnern, dass es mal Diskussionen gegeben hat, damit die nicht überladen wird, dass eben eine zu große Menge nicht mehr als Fracht verrechnet wird oder so. Er muss diese Dinge dann im Schlussbrief drinnen stehen haben, sonst kann er es nicht. Also ich kann immer nur etwas machen, weil ich es im Schlussbrief vereinbare. Und wenn ich im Schlussbrief darauf hinweise, dass eine Überladung negativ vom Prinzip gerechnet wird, dann wird das machen können, aber aus Gutdünken heraus, ohne dass es im Vertrag steht, kann das nicht machen. Passt. Alles klar, danke. Thomas, ich denke, ja, du kannst mit deinem Teil starten. Okay, mache ich noch kurzen Nachtrag noch zur vorigen Frage, wo es um die Zwieseligkeit gegangen ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in die Nuancen. Also Zwiesel ist bei Faserholz und Schleifholz nicht erlaubt, nur damit das noch aufgeklärt wurde von der vorigen Frage. Na passt, dann möchte ich mit meiner Präsentation starten. Der Gerald hat jetzt gerade die Richtlinie mehr oder weniger präsentiert, was da alles drinnen steht, was da alles zu bedenken ist, was da alles durchgeführt wird. Aber wir alle wissen, dass eben Richtlinien und Gesetze nur so gut sind, wie sie auch noch überprüft werden. Weil wir alle wissen das, haben sich auch die leidvolle Erfahrung gemacht, würde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn nicht regelmäßig überprüft werden, würde man sicher nicht alle brav 130 dahin fahren, sondern sicher des Öfteren. Ne? Und dadurch, dass wir wissen, dass das regelmäßig überprüft wird, sind wir sicher auch hin und wieder etwas vorsichtiger und bremsen vor dem Radarkastel runter, dass uns nicht erwischt. Das Gleiche gilt jetzt im Prinzip auch bei dieser Richtlinie von Industrie-Rundholzübernahme. Die muss natürlich auch immer wieder, wird auch kontrolliert, ob die auch eingehalten wird. Ne? Weil grundsätzlich, wie es der Gerhard auch gesagt hat, kann man als Verkäufer mit dem Käufer vereinbaren, dass man bei der Übernahme seiner Ware gerne dabei sein möchte. Das ist aber natürlich nicht immer ganz einfach und ganz praktisch, vor allem wenn man sich die Distanzen anschaut, wo habe ich mein Wald, wo sind die Werke, dann zu was für einer Zeit wird mein Holz übernommen, haben die Zeit, habe ich Zeit, also ist das nicht ganz einfach gewesen. Deswegen hat man sich damals schon überlegt, okay, wie kann man das Ganze ein bisschen handeln, und deswegen hat es bereits seit 1994, gibt es im Prinzip schon diese Richtlinie zur Anwendung der Gewichtsvermessung, damals noch in der Kooperationsabkommen Forst, Papier und Platte arbeitet, wo man sich schon gesagt hat, einerseits wollen wir den Wildwuchs, den es gegeben hat durch diese neue Übernahmemethode mit dem Gewicht, jeder hat es ein bisschen anders gemacht, um diesen Wildwuchs eben etwas hintanzuhalten. Aber andererseits hat man dort schon geschaut, okay, irgendwer muss sich das ja anschauen, dass die Werke das auch einhalten. Also wie gesagt, 1994 wurde dieses vertrauensbildende Instrument eigentlich schon das erste Mal eingesetzt. Und wie nachher 2006 aus der Forstpapierplatte nachher Forstholzpapier wurde, hat man natürlich auch dort gesagt im Exekutivausschuss, na, dieses vertrauensbildende Instrument der Überwachung ist ein sehr gutes und deswegen wird es auch fortgeführt und soll fortgeführt werden. Und man hat dann 2008 diese alten Richtlinien etwas überarbeitet, modernisiert und seitdem sind sie im Prinzip so in den Grundsätzen, so wie sie wir jetzt haben. Und dort 2008 ist mehr oder weniger schon drinnen gestanden, dass eben alle Werke, sei es Papierplatte oder Zellstoff, dreimal jährlich unangemeldet, das ist das Wichtige, unangemeldet und von einer akkreditierten Inspektionsstelle auditiert werden sollen. Das heißt, welche Werke in Österreich werden da jetzt da dreimal jährlich unangemeldet überprüft? Das fängt auch bei einem Ecker, geht über einen Fundermax, über kein Lenzing, dann ein Mondi Franschach, wie es der Gerald schon ein paar Mal erwähnt hat, bis hin zur Zellstoff Pöls. Also es sind doch einige Werke, die dort dreimal pro Jahr unangemeldet überprüft werden. Dann, von wem muss das gemacht werden? Wie eingangs erwähnt, heißt in dieser Richtlinie, dass das akkreditierte Organisationen sein müssen. In Österreich macht es die Holzforschung Austria, weil die ist eben beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort eben als im Bereich der Konformitätsbewertung akkreditiert. Das heißt, wir kennen das, die dürfen das und die werden auch immer wieder von diesen Akkreditierungsstellen überprüft, dass sie das auch richtig machen. Natürlich machen sie das nicht um Gottes Lohn, sondern das kostet natürlich doch einiges, weil da eine Person eigentlich doch eine Zeit dort ist. Und diese Kosten für diese Überprüfung von rund 45.000 Euro, jetzt nur für diesen Industrie-Rundholzbereich,
wird eben durch die FAB-Beiträge, also durch den Holzwerbebeitrag unter Anführungszeichen, von der gesamten Branche finanziert. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie funktioniert dieses Überwachungsaudit? Die Holzforschung Austria informiert jetzt das FAB-Büro, dass eben das Werk XY am Montag überprüft wird. Ne? Dann, wenn FAB diese Information erhalten hat, wird diese Information auch uns, der LK Österreich, weitergegeben. Jetzt ist die Frage, warum dürfen wir das wissen? Das ist das, was man unter erweitertes Kontrollrecht versteht, weil wir als Interessensvertretung haben das Recht, einmal pro Werk und Jahr bei diesem Überwachungsaudit teilzunehmen, damit wir uns das anschauen, wie das funktioniert, ob das alles gut funktioniert, um einfach zusätzlich da Vertrauen zu schaffen, dass im Prinzip bei dieser Übernahme alles in den Richtlinien konform gemäß gemacht wird. Okay, das heißt, wir als LK haben diese Information auch erhalten. Und am Tag der Überwachung steht dann die Holzforschung Austria mit dem Vertreter der Landwirtschaftskammer wirklich unangemeldet vor dem Werkstor. Das heißt, oft haben sie schon das Problem gehabt, dass der Portier, der relativ neu dort war, die Holzforschung Austria gar nicht hineinlassen wollte. Da hat es erst dann ein paar Telefonate gebraucht, bis der Portier nachher der Holzforschung doch Zutritt gewährt hat. Also das heißt, die wissen dort wirklich nichts, dass jetzt an diesem und jenem Tag dieses Überwachungsaudit stattfindet. Das heißt, die kommen nachher dort an das Werk, schauen sie das an und überprüfen dann im Prinzip die Inhalte der Richtlinie, wie es der Gerald gesagt hat. Die schauen sie dann an. Wenn jetzt der LKW reinfährt auf die Brückenwaage, sie stolz, schauen sie die an, okay, ist die Brückenwaage geeicht, ist da eh keine Verschmutzung drauf? Hat dieser Übernehmer, dieser Probenahme, hat er diesen Nachweis, dass er diese ganzen Kurse hat? Das heißt, von diesen Dingen beginnend bis eben zum Schluss, ob eben auch das Gewicht, Atemgewicht richtig errechnen wird. Das ist der ganze Prozess, wie es der Gerald vorher erwähnt hat, wird im Prinzip, schauen Sie den mit an, dokumentieren Sie das und schauen, ob Sie das richtlinienkonform machen. Nun, wenn dieses Überwachungsaudit beendet ist, gibt es so wie überall, braucht man einen Bericht dazu und der hat meistens zwei Seiten und da sind gerade für uns als Landwirtschaftskammer gibt es da drei wesentliche Punkte, die uns darauf interessieren. Der erste Punkt ist einmal Abweichungen, letztmalige Überwachungen. Das heißt, das ist im Prinzip der Rückblick auf die letzte Überwachung. Was hat man bei der letzten Überwachung gesehen? Das braucht man eben einfach, um zu überprüfen, ob diese Abweichung von damals jetzt da beseitigt worden ist. Dann der zweite wesentliche Punkt sind eben die Abweichung der aktuellen Überwachungen, wo eben dokumentiert wird, okay, wird alles richtig gemacht oder wird etwas anders gemacht, als wie es in den Richtlinien drinnen steht. Und ein dritter Punkt, das sind noch Beobachtungen zu aktuellen Überwachungen. Da können Hinweise sein, um Verbesserungsvorschläge zu geben. Wo im Prinzip die Holzforschung Austria Verbesserungsvorschläge gibt, wie in dem Prozess vielleicht etwas besser gemacht werden kann, anders gemacht werden kann, ist aber jetzt keine Abweichung im Sinne dieser Richtlinie. Okay, dann was, wenn ich diesen Bericht dann oder wir diesen Bericht erhalten haben und in den Begutachter dann angeschaut haben, ist im besten Fall so oder auch im besten und auch im meisten Fall so, dass es eben keine Abweichungen zur Richtlinie gibt. Somit braucht man auch keine Konsequenzen setzen und es läuft alles. Ne? Aber natürlich kann es auch die eine oder andere Abweichung geben und da muss man dann unterscheiden, wie schwer sind diese Abweichungen und sind die jetzt einmalig oder schon mehrmalig passiert. Und je nachdem gibt es dann verschiedenste Eskalationsstufen, kann man es jetzt mal so nennen. Das beginnt, dass man einfach dort beim Werk anruft, beim Verantwortlichen und fragt, du, Herr Kollege, das bei dem Audit ist dieses oder jenes herausgekommen, warum ist das so oder war das jetzt nur ein einmaliger Ausrutscher? Und dann kann man das oft schon am Telefon lösen, dass das sofort eben abgestellt wird. Natürlich gibt es auch Werke, die etwas, sagen wir so, nicht so lösungsorientiert sind oder problemlösungsorientiert sind, da braucht es dann schon etwas Offizielleres und da gibt es dann zum Beispiel ein offizielles Schreiben der Landwirtschaftskammer Österreich mit der dringenden Aufforderung, diese Abweichungen zu beseitigen. Begleitet wird es dann meistens natürlich auch zu Diskussionen im Arbeitskreis von FAB zur Werksübernahme, wo man natürlich diese Themen dann auch anspricht und sagt, okay,
Kollegen, warum wird das jetzt so gemacht und warum wird das nicht richtlinienkonform gemacht? Das heißt, das wird dort im Prinzip auch diskutiert und Lösungen gesucht. Und wenn man da das alles miteinander nichts hilft und diese Werke wirklich komplett uneinsichtig sein sollten, na, ist es natürlich unsere Verpflichtung, dass man auch den Lieferanten die Information mitteilt, sei es jetzt entweder über die Forstberater, sei es über die Waldverbände, sei es über unser Bauernjournal zum Beispiel, dass wir eben dann wirklich mitteilen müssen, okay, das Werk XY übernimmt nicht richtlinienkonform. Was dann die Waldbesitzer mit dieser Information machen, bleibt dann eh selbst überlassen. Also ich wüsste zumindest, wenn ich diese Information als Waldbesitzer kriege, dass ich mein Holz wahrscheinlich dort nicht mehr hinliefern werde. Aber ja, das ist, sagen wir mal, die letzte Eskalationsstufe. Aber eine weitere Konsequenz, was wir auch immer wieder sehen aus diesen Auditberichten, dass es natürlich auch Anpassungsbedarf für diese Richtlinie selbst gibt. Ne? Weil gewisse Dinge vielleicht nicht so verstanden, dass die eine Seite das anders versteht, als wie es die andere Seite gemeint hat und somit auch zu Interpretationsspielraum geben kann. Und das müssen wir natürlich eben auch eben auflösen. Und da sind wir jetzt auch dabei, wie es der Gerald immer gesagt hat, dass man diese Richtlinie auch überarbeiten und gewissen Interpretationsspielraum oder ausmerzen wollen. Nun, wenn man sich jetzt da die aktuellen Berichte anschaut, die wir jetzt zuletzt bekommen haben, kann man grundsätzlich sagen, dass im Prinzip eigentlich die Übernahme von Industrie-Rundholz eigentlich sehr gut funktioniert. Es gibt gerade was Probenahme, Trockengehaltsbestimmung, Verwiegungen oder Verrechnungen gibt es derzeit keine aktuellen Abweichungen. Abweichungen gibt es aber schon im Bereich von Plattenholz, weil das hat der Gerald kurz angesprochen, diese Problematik, weil in der Usance ist Plattenholz definiert mehr oder weniger als Baumartengruppen mit Nadelholz und Laubholz. Ne? Aber in der Richtlinie haben wir drinnen stehen, dass im Prinzip die Artdruckgewicht von jeder Holzart angegeben werden muss. Das heißt, das spießt ja Wengel und da sind wir jetzt eben gerade dabei, dass wir eben diesen Spieß etwas eben aufklären können, damit eben die Richtlinie mit den Usancen konform geht oder umgeht. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, funktioniert diese Übernahme recht gut. Kann man denn diesen Ergebnissen vertrauen? Das ist auch der Grund, warum wir auch immer wieder dabei sein dürfen, warum wir auch immer unsere Leute dabei haben. Also ich sage, das heißt, das funktioniert und deswegen habe ich wahrscheinlich ihr als Waldbesitzer auch kaum irgendwo was gehört jetzt oder gelesen, dass wir Probleme hätten im Bereich des Industrierundholzes. Ja, also wie gesagt, diese vertrauensbildende Maßnahme funktioniert meines Erachtens. Falls es Probleme geben sollte, wird sie auf jeden Fall von uns informiert werden. Aber derzeit haben wir eigentlich keinen Handlungsbedarf. Und sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit, für diesen kurzen Teil. Ich sage einmal, man hat gesehen, es ist jetzt der Prozess ist relativ kompliziert und umfangreich, wie es der Gerald gezeigt hat. Das heißt natürlich, das eine oder andere Mal, gerade von großen Waldbesitzern oder von Waldverbänden, ist sicher sehr gut und interessant und wichtig, dass man bei dieser Übernahme dabei ist. Aber ich sage mal, als Kleinwaldbesitzer, der jetzt den einen oder anderen Zug mal im Jahr verkauft, ist das nicht unbedingt notwendig, weil eben dieses vertrauensbildende Instrument, dieser Überwachungsaudit, auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Dankeschön dafür mal. Ich möchte nur kurz noch ein anderes Thema kurz ansprechen und kurz Werbung in eigener Sache oder in Sache der Familienwaldbetriebe geben. Das ist diewaldgeschichten.com. Vielleicht hat der eine oder andere schon davon gehört. Ich möchte gar nicht tief hineingehen. Bitte schaut euch die Seiten an. Sie ist sehr interessant. Es sind sehr viele gute Waldgeschichten, sehr viele Informationen drauf, vor allem für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft und für Journalisten. Und ein Teil ist ein ganz wichtiger, eben die Geschichten der Waldbesitzer selbst. Und da würde es mich freuen, wenn der eine oder andere Waldbesitzer auch für sich selbst eben ein Video machen würde mit der App und uns das überlassen würde. Aber bitte schaut euch kurz die Waldgeschichten an. Dankeschön. Besten Dank, Thomas. Noch eine Anmerkung zu der vorigen eben Diskussion bezüglich dieses Frachtsatzes. Also der Horst Spurning, unser Vorstand und Aufsichtsrat, hat eben geschrieben, dass diese Diskussion mal gegeben hat, weil eben das Sägewerk eine durchschnittliche Menge oder eine durchschnittliche Menge pro Lieferung von 28 Festmeter oder so geplant gehabt hat. Das aber aufgrund der Mengen, die eben beladen wurden von der 38 bis 40 Festmeter, dass es eben dazu geführt hat, dass Frecht angehalten worden sind, nicht mehr aufzuladen und dass diese Reduzierung oder diese Mengenbegrenzung war nur für den Frachtsatz der Frechter relevant.
Thomas, noch eine Frage. Wenn ihr da jetzt einen Fehler feststellt, weil es eben im Rahmen des Interpretationsspielraums sind, dann ist ja faktisch ein Schaden schon entstanden oder kann ein Schaden entstanden sein. Gibt es da dann auch Entschädigungen oder so? Gibt es da in die Richtung was? Naja, also Entschädigungen im Sinne von Art Schmerzensgeld gibt es nicht dafür. Ne? Wenn natürlich, ich sage mal, diese Abweichungen, die beobachtet worden sind, sind jetzt nicht so grob gravierend gewesen, dass jetzt die Abrechnungen so extrem falsch gewesen wären. Na, natürlich, wenn Abweichungen waren, wo eben die Abrechnung wirklich beeinträchtigt war, hat man das den Werken mitgeteilt und es wurde auch die Gutschrift dann auch neu ausgestellt für den jeweiligen Waldbesitzer. Also das schon. Aber jetzt ein Schadensersatz, weil ich sage mal, überall, wo Menschen arbeiten können, können Fehler passieren. Ne? Aber im Grundsatz muss man sagen, funktioniert die Übernahme sehr gut und das haut hin. Also wie gesagt, aber wenn es natürlich verrechnungsrelevante Probleme aufgezeigt wurden, sind dann natürlich auch diese Abrechnungen normals, also die Gutschrift neu ausgestellt worden. Danke, Thomas. Gerald, wir haben im Vorfeld schon darüber geredet, dass eben wieder an in meiner Anpassung gearbeitet wird. Wo sind denn konkrete Themen, woran es zu arbeiten gilt, an der Norm für die Übernahme von Industrieholz? Ja, also ein wesentlicher Teil ist, dass in der Richtlinie diese okulare Ansprache, wie ich es zwar gezeigt habe, nicht so eindeutig definiert war. Wir haben also zwar im Annex dann diesen Rechenprozess gehabt, wie ich gezeigt habe, mit zwei Holzarten, aber es war so nicht ganz klar ersichtlich, dass das so gemacht wird. Und der Thomas hat es in seinem Kontrollbericht ja erwähnt, dass es dadurch in einzelnen Werken dann Probleme gegeben hat, die diese Holzarten nicht so angesprochen haben. Das heißt also, dass der okulare Prozess jetzt einmal dann eindeutig dann reinkommt. Dann ist es so, wir haben europaweite Anpassungen. Wir haben also, Sie haben also früher gesehen, dass wir noch von Gewicht sprechen. Das heißt also dann in Hinkunft, jetzt dann wird das dann eben Masse sein. Und dann zum Teil, damals hast du schon erwähnt, was es da noch für zusätzliche Feldadaptierungen geben kann. Und wie gesagt, auch die klare Dokumentation eben des Rechenprozesses, das war also jetzt also eher im Annex-Bereich drinnen. Also das muss hier dann jetzt also gemacht werden. Also wir haben jetzt keine großartigen Neuerfindungen, aber es ist im Prinzip eben einfach eine periodische Adaptierung notwendig. Wir haben also jetzt einmal eine erste Version, ich habe die heute wieder zurückbekommen, also eine zweite Version von der Holzforschung und die werden wir also im Forstbereich, das wird also der Thomas, ich und eben von der Steiermark der Klaus sein, der Friegel, genau anschauen, ob das für uns alles passt und wir haben dann irgendwann im Mai gibt es dann die nächste Verhandlungsrunde und es soll von denen abgeleitet, weil wir eben letzte Woche über das Energieholz gesprochen haben. Der Teil dort, wo wir von der Gewichtsvermessung beim Energieholz sprechen, also es gibt ja noch die Stufe da mit dem Energiegehalt, ist ja ähnlich gehalten. Ein paar Kleinigkeiten gibt es, die also da unterschiedlich sind und das wird dann also auch mitgehend und soll dann auch in einer neuen Richtlinie eben laufen. Was denn, Thomas, ob du noch eine Ergänzung hast? Nein, habe ich keine Ergänzung. Danke. Warum wird der Waggon nicht Brutto und Tara gewogen? Bitte? Warum wird der Waggon bei der Übernahme eben nicht Brutto und Tara gewogen? Weil es eben, sagen wir so, das Argument ist, dass eben ein LKW manövriere ich leichter mal wohin. Also wenn ich jetzt also da beim Waggon und dann der Waggon entladen und vorn wegfahrt, dann muss er wieder eingezogen werden, das ist das Argument. Ein Werk hat eben, also die Nettingsdorfer, so kann man nennen, die haben also dann aufgrund der Diskussion umgestellt und wiegen heute eben auch das Tara-Gewicht zurück. Und sonst ist es auch eine Zeitfrage natürlich, weil das Rückwiegen natürlich Zeit und Zeit ist Geld. Das ist also ein nächstes Argument.
wenn es uns gelingt, eben, was ich gesagt habe, dass diese Datenbanken passen und wirklich das Waggongewicht in einer geechten Wiegung bei der Bundesbahn dann richtig am Waggon angeschrieben und dann in der Stufe 2 oder 3 eigentlich dann auch richtig in den Datenbanken verwendet wird und die Handhabung dieser Datenbank auch von der Holzforschung im Rahmen der Kontrollordnung dann sozusagen auch überprüft wird, dann sollte das im Prinzip kein Problem sein, dass man es eben nicht rückkriegt. Ja, danke. Wie genau, aus deiner Erfahrung, wie genau wird bei der Übernahme auf Dünnholz geachtet oder auf den Mindestdurchmesser? Naja, der Thomas hat schon gesagt, also grundsätzlich ist es so, dass die Sortimente der Holzhandelsversonsen eingehalten werden müssen. Das ist ja vergleichsweise ein bisschen auch so mit dem Sägeholz. Wenn wir die ganzen Merkmale vom Holz haben, die eben zu einer Qualitätsbeurteilung führen, wenn wir also denken, also von den Ästen über den Buchs, über die Harzgalle und uns, was alles in einer halben Sekunde im Prinzip durch einen Knopfdruck entschieden wird, ist es dort ähnlich. Wenn also irgendwelche Kleinigkeiten sind, wird sich niemand dran stoßen. Aber natürlich, wenn jetzt dann merklich der Mindestzopfdurchmesser unterschritten ist, ist natürlich der Übernehmer im Werk, auch aus den Richtlinien, die das Werk selber hat, angehalten, das eben zu reklamieren. Und dann habe ich ja ein Holz drauf, das nicht bestellt wurde, das nicht im Vertrag drinnen ist. Und dann wird das natürlich das eben entsprechend wie ein Palast behandelt. Also alles, was man übertreibt, wird dann konsequent, glaube ich, gehandelt. Kleinigkeiten, glaube ich, dass die irgendwo untergehen. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass das ein bisschen, ich sage mal, so wie du es gesagt hast, beim Sägerundholz, auch beim Fasholz, ich sage mal, ein bisschen eine Funktion des Angebots und der Nachfrage ist. Ne? Ja. Wie man es ja auch vielleicht im Bereich der Verblauung sieht oder C-Kreuzanteile. Also es wird sicher das auch etwas damit zu tun haben. Genau so ist es. Thomas, Schlussrunde. Glaubst du, dass es digitale Entwicklungen geben wird, die Übernahme einerseits vielleicht auch vereinfacht und gerechter werden lassen? Jetzt, ich sage mal, wir sind im Bereich der Industrie Rundholz. Ich glaube, dass die Übernahme, so wie es jetzt ist, sie ist gerecht und sie ist fair, weil ich sage mal, das mit der Masse, mit dem Gewicht ist relativ einfach, ist eine super Sache, weil man im Prinzip nur diesen einen Faktor hat. Also ich glaube, dass man da jetzt da kein großes Problem mit Fairness oder sonst irgendwas haben, weil man ja diese okulare Ansprache oder subjektive Ansprache, wie man es beim Sägerundholz derzeit noch haben, nicht der Fall ist. Aber ich bin mir sicher, dass es neue Technologien in Zukunft geben wird, um eben die Übernahme zu verbessern oder sagen wir so, zu vereinfachen. Da bin ich mir ganz sicher, dass was geben wird. Es gibt mittlerweile so viele optische oder bildoptische Methoden, Software-Algorithmen, wo man sicherlich sehr viel auf einmal schon anmachen, halt sehr viel ablesen kann. Und vielleicht kommen wir wieder mal zurück, vielleicht auf einen Festmeter, weil man einfach das über fotooptische Geschichten so einfach und so schnell messen kann. Man weiß es nicht. Aber ich sage einmal, weil du gefragt hast, wegen fairer zu gestalten, ich bin der Meinung oder bin mir sicher auch über die Auditberichte, dass eben die Industrie Rundholzübernahme, so wie sie jetzt geschieht, eigentlich fair ist. Und ich sage, es ist auch sehr einfach nachvollziehbar, weil ich sage, das Gewicht kann man einfach überprüfen. Und den Wassergehalt kann man auch überprüfen mit Rückstellbomben oder über diese Überwachungsaudit. Also von dem her wird es keinen Handlungsbedarf geben. Ich bin mir sicher, dass die Technologie weitergeht und uns unterstützen wird in Zukunft. Danke, Thomas. Gerald, welche Entwicklungen siehst du da noch auf uns zukommen? Naja, ich glaube, der Thomas hat das eigentlich mehr oder weniger vollständig beantwortet. Also beim Industrieholz, ob man dann Holzarten erkennen kann, das ist vor allem, wie das, man hat ja gesehen, die Fotos, die wir gehabt haben, ist schwierig. Ob man dann beim Sägerundholz Möglichkeiten des intelligenten Lernens finden wird, das ist sicherlich etwas, was man angehen muss, weil natürlich dort eben die okulare Ansprache natürlich die entscheidende Sache ist und die ist natürlich derzeit noch subjektiv. Und alles, was man in mittlerer Zukunft vielleicht hier noch weiterentwickeln kann, ist gut. Also noch ein positives Beispiel, wie wir die erste Ölnorm gemacht haben. Da hat es ja noch geheißen, die Abholzigkeit, Zopfdurchmesser gegen Mittendurchmesser.
Und da ist natürlich dann geschickt, eben im Rahmen der Gesetze, sage ich bewusst dazu, eben geschaut, dass man mehrere Mittendurchmesser, und es hat größere gegeben und kleinere Zopfdurchmesser, und hat natürlich das Optimale genommen. Und dann haben wir aber gefunden, eben die Ausgleichsgerade-Methode, und heute ist die umstritten, und die Abholzigkeit ist heute in der Beurteilung kein Thema mehr. Und vielleicht schafft man dann auch bei bestimmten Merkmalen, dass man ostentwenden kann, messen kann, was mein großes Anliegen wäre, wäre im Prinzip die Teilentrindung, dass man die eben feststellt, wie viel ist also wirklich Teilentrindung, dass also hier diese Ansprache, wie viel Prozent ist jetzt Rinden weg und drücke ich den Wehrstaste oder nicht, dass wir da wesentliche Schritte haben werden in nächster Zeit. Da werden wir uns sehr bemühen, dass wir da was weiterbringen, dass hier Ansätze da sind. Und wie gesagt, ich glaube, den Industrieholzprozess hat der Thomas schon gesagt, der ist, glaube ich, derzeit sehr gut ausgereift. Natürlich kann man, wie du früher gesagt hast, Max, dass man das irgendwann einmal einzeln gemessen hat, kann man alles machen, nur das ist ein Ding dabei, eine Utopie, weil es muss ja auch rasch und kostengünstig gehen. Es gibt ja auch Werke in Kärnten, wo Industrieholz zum Teil also auch über die Messanlage gelassen wird. Aber ich glaube, das ist, macht da keinen Sinn. Und wann der Prozess passt und wann es kontrolliert wird, ist also beim Industrieholz, also der derzeitige Gewichtsübernahmeprozess, ein nachvollziehbarer und fairer. Und wenn es eben die Diskussion gibt, eben die Umrechnungsfaktoren passen nicht, da muss ich als verantwortlicher Waldbesitzer oder bei euch als Verantwortlicher vom Waldverband vielleicht das durchaus dann in der Preisverhandlungsdiskussion anführen. Also das könnten so Ansätze sein. Aber sonst, wie gesagt, ist, glaube ich, der Industrie-Rundholzprozess mit der Gewichtsermessung jetzt sehr gut ausgereift. Wunderbar. Meine Herren, besten Dank für eure sehr informativen, interessanten Beiträge. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, unser Waldmontag von heute wird spätestens am Mittwoch oder Donnerstag wieder auf unserem YouTube-Kanal des Waldverbands Steiermark zum Nachsehen sein. Ein Ausblick auf den kommenden Waldmontag in einer Woche, Montag, 28. Februar. Wir stellen uns der Frage, wie viel Festmeter Holz steht in meinem Wald? Hat natürlich eine große Relevanz in vielen Fragen bei der Waldbewirtschaftung, bei der Holzernte, beim Holzverkauf, bei der Holzvermarktung. Und wir bringen eben einen technischen Überblick, einen theoretischen Überblick über die Möglichkeiten von der Winkelzellprobe hin bis zu den ganzen digitalen Angeboten, die in den letzten Jahren gekommen sind. Die Land- und Forstbetriebe Österreich, die Landwirtschaftskammer Österreich, der Waldverband Steiermark und die forstliche Ausbildungsstätte Bichl bedanken sich bei euren Dabeisein. Wir freuen uns, wenn wir uns wieder sehen beim nächsten Waldmontag, wenn es heißt, der Waldmontag, der digitale Holzstammtisch, bringt wichtiges Wissen über die Bewirtschaftung unserer Wälder in eure Wohnzimmer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Schön aufpassen beim Holzarbeiten. Tschüss, Baba, für euch.